Ich habe mal kurz ausgemacht. Jetzt kommen wir zum elektrischen Teil. Da hat sich eigentlich, ich glaube, nichts geändert, bis auf die Verkabelung von dem bürstenlosen Motor, weil der braucht 3 Pins, also einmal für Normallauf und der dritte, wenn der dritte noch Masse bekommt, läuft er in die Gegenrichtung. Deswegen habe ich den nur ein bisschen bei der Verkabelung geändert. Warte mal, muss ich selber rausfinden. Ah. Genau. Betätige ich beide. Fährt er jetzt hoch. Und ja, nur einer, der da geht's in die Gegenrichtung. Das Ganze schaltet die SPS, die Relais, und die Verkabelung schaut so irre aus, weil ich habe die Relais gegenseitig verriegelt. Ja. So wie der fährt er gerade, und wenn ich da auch sogar manuell drücke, fällt das linke ab. Dass ich keinen Kurzschluss mache. Also eigentlich unmöglich ist. Das heißt, falls ein Relais kleben bleiben würde oder so, dass auch dementsprechend gesichert ist. Ja, ich habe halt da 3 Netzteile. Einmal die 12 Volt Versorgung für die Motoren. Dann 24 Volt, weil die induktiven Sensoren leider 24 Volt brauchen. Versorg Ding. Ich glaube nur die induktiven Sensoren. Oder habe ich die SPS auch? Hey, SPS kann 12 und 24. Aber ich glaube, ja, nee, ich habe die SPS auch. SPS und Dings. Und das ist ein 10 Volt Netzteil. Mit dem habe ich von einem Handy oder von einem uralten Nokia-Handy oder irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr, oder Motorola war das, oben die Lichtsensor, die ich selber auch gebastelt habe. Mittlerweile ist das Gehäuse 3D gedruckt und die dann auf die analogen Eingänge von der SPS drauf. Ich messe nur die Spannung, also nicht den Strom, sondern rein die Spannung, was sie drüber lassen, ohne Widerstand oder irgendwas. Funktioniert wunderbar. Ich zeige einmal kurz die Sensoren. Die sind da oben so. Na, macht er auch scharf. Naja, zoomen ist das nicht so gut. Ja, das sind einfach 2 Fotodioden und eine Schattenwerferplatte. Sobald Schatten geworfen wird, richtet sich die aus, weil eine Diode abweicht von der anderen, also wie man da oben gerade sieht, deswegen dreht sich das Ganze, ist die linke Diode verschattet. Deswegen muss er etwas nachdrehen, bis der Schatten wieder weg ist. Ist komplett simple Konstruktion. Ja, ein Modul wurde ausgetauscht, das war ein blöder Unfall. Die Scheibe wurde zerbrochen. Eine andere Geschichte. Na gut, das war jetzt mein Update-Video diesbezüglich. Ja. Da habe ich noch einen Sack reingetan, um ein bisschen Feuchtigkeit aufzusaugen. Und das war's. Danke fürs Angucken. Falls Fragen sind, unten in die Kommentare.